Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Orient the Will of the Wisps. In der letzten Folge haben wir hier ein paar Sachen mitgenommen aus dieser Lichtung und haben die auch ein bisschen verbessert etc. Und wir haben noch mitbekommen, dass auf der rechten Seite so ein Eisgebiet ist. Da werden wir heute mal hingehen. Ich habe die Befürchtung, dass ich da noch gar nicht sein darf mit dem Equipment, das ich habe. Aber ist nicht so wichtig, glaube ich. Wir werden sehen, wie weit wir da kommen, ob wir da überhaupt sein dürfen oder nicht. Und wenn nicht, dann wird uns das Spiel wahrscheinlich das sehr schnell sagen, oder? Oder? Ich hoffe schon. Nicht, dass ich mich da jetzt in irgendeine brenzliche Situation begebe, aus die ich nicht mehr rauskomme. Oh, hier ist auf jeden Fall so ein Eisgebiet. Das da oben sieht auch schon wieder so aus, als wenn man da sogar tatsächlich hingehen könnte. Tatsächlich, was haben wir denn hier? Guck mal, hier gibt es nämlich auch solche komischen Winde. Und dafür bräuchte man halt eigentlich... Guck mal, hier komme ich gar nicht hoch. Hier bräuchte man Kuros Feder. Tatsächlich, um da hochzukommen. Ja, anders wird das nicht gehen. Okay, also da oben ist schon mal nix. Hier unten ist ein komischer Gegner, den wir einfach mal weghämmern können. Bam! Ja, du hast einen großen Hammer, aber ich habe einen viel größeren Hammer. Busch! Du hast nicht mal einen Hammer, du hast doch so eine blöde Keule. Bist du etwa aus 2000 vor Christus oder was? Das langt gar nicht, ne? Da waren auch noch keine Höhlenmenschen. Hier ist auf jeden Fall eine Angel. Das finde ich schön. Und ein eingefrorener Schrein von irgendwas. Ja, ob wir hier aber wirklich was machen können, ohne die richtige Fähigkeit? Wahrscheinlich nicht. Nee, guck mal, hier geht's gar nicht weiter. Müssen wir wirklich oben lang? Mit dieser blöden Feder, die ich nicht habe? Muss man das hier erst alles auf... Oh. What? Okay, das sieht merkwürdig aus. Wieso? Kann man den Boden hier kaputt machen? Irgendwie so ganz cool? Gar nichts. Also, es wirkt sehr imposant auf jeden Fall. Mit dem Hammer. Aber hier ist alles eingefroren und nichts geschieht. Da drüben ist noch ein Splitter, an den ich aber auch nicht rankomme. Gut, also wir können hier absolut gar nichts machen. Das ist toll. Ja, hat uns das Spiel ja doch noch schneller gesagt, als mir lieb war, dass wir hier nicht sein dürfen. Oh, da hinten sind auch irgendwelche Fische. Dann gehen wir zu Quollok, weil das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und hier ist noch der Moki. Den sollten wir doch Bescheid sagen, dass da jetzt, dass sie zu dem anderen kommen soll, oder? Hallo, der kriegsgrämige Vogel hat mir gesagt, du hättest viele Mogen geholfen und viele Geheimnisse entdeckt. Du hast Schlappohren, aber du findest trotzdem Freunde. Ja, du solltest... Nein, du sollst zu den anderen gehen. Irgendwo hier im Osten soll ein Moki sein? Oder eine Moki-Familie oder so? Der mir Bescheid sagen sollen, dass sie doch bitte in die Lichtung kommen sollen. Weil wir haben da jetzt extra Häuser eingerichtet für die kleinen Mokis. Dass sie da alle leben können. Geh mal in die Stacheln, genau. So, du willst auch in die Stacheln? Alles klar, können wir doch einrichten. Bitteschön. Immer schön die Umgebung benutzen. Das ist ein guter Ninja-Ori-Kämpfer. Benutzt auch seine Umgebung. Da, 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 da. Hallo Quollok, da bin ich wieder. Ich hoffe, du bist immer noch nett. Hi. Oh, er sieht ein bisschen müder aus als letztes Mal. Oh, willkommen zurück. Die Moki erzählt mir, du hast das klare Wasser dazu gebracht, erneut zu fließen. Der Gestank, der einst über dem Brunnenquell schwebt, ist fort. Unser Sumpfland steht in deiner Schuld. Der Weg östlich des stillen Waldes ist nun offen, doch gib Acht. Dort lebt sie, die von den Moki Schriek genannt wird. Ihr Herz ist zu Steiner Stadt, ihr Schrei bedeutet Verzweiflung. Ich bete, dass du deinen Freund findest, bevor sie es tut. Oh mein Gott, ist das eine Warnung? Gefallene Freundin. Ach guck mal, die heißt sogar tatsächlich nur Kuh. Ziel ist nämlich, finde Kuh. Kuro hat ihre Tochter einfach Kuh genannt. Das ist ja süß und knuffelig. Nun gut. Wo denn weiter? Hier rechts einfach weiter. Achso, hier war, genau, hier rechts war ja, glaube ich, das Wasser noch ein bisschen giftig. Die Mühle ist wieder in Betrieb, das Wasser fließt sauber. Quietschende Mühle. Rauschendes Wasser. Jetzt können wir fischen, jetzt können wir schwimmen. Ich mag die Moki, die sind so knuffig. Meine Güte. Genau, hier war das Wasser ja vergiftet, aber da das Wasser jetzt hier nicht mehr vergiftet ist, können wir hier natürlich easy peasy runter. Du kannst mir nicht erzählen, dass hier links in den Algen noch irgendwas nicht ist. Aber anscheinend ist da wirklich gar nichts. Und jetzt habe ich natürlich viel zu viel Zeit da vergeudet. Nein, alles cool. So, hoch, runter, links, rechts. Wir gehen erstmal hoch. Tiger schwimmen nach oben, das weiß doch jedes Kind. Okay, da oben ist auf jeden Fall... Wenn wir uns hier irgendwo... Ja, Leute, das geht trotzdem. Wir kommen da ran. So, guck hier. Mana-Kristall.
Danke. Keine Ahnung, wie man hier sonst hochkommen sollte. Vielleicht hätten wir noch irgendwie den Wasserstand nach oben machen sollen. Gar kein Plan. Aber alles easy. Jetzt ohne Witz, wie hätte man da hochkommen sollen, ohne die Speedrun-Taktik? Super weird. Die Speedrun-Taktik ist so hilfreich. Schieß mal wieder her. Und... Oh nein, ich bin tot. Ich bin sowieso tot. Aua. Gut, ja, schieß mal. Ich benutze dann meine Fähigkeit. Das ist einfacher. Danke. Bist eine nette kleine Pflanze oder was auch immer du bist. Ich weiß nicht genau, was du sein sollst, aber ist in Ordnung. Hier könnte auch noch was drin versteckt sein. Nein. Aber das sieht immer so aus, als wenn es könnte. Hier kommt man... Ach doch, da oben. Hier sehe ich wenigstens, wo ich hingehen soll. Schön. Was ist... Guck mal, hier gibt es neue Pflanzen. Neue Pflanzen bedeuten immer irgendwas Komisches. Bist du schräg? Ist das nicht auch einfach so ein Adler? Oh, jetzt habe ich aber Angst. Was ist das denn für ein Viech? Will ich hier sein? Das ist irgend so ein Kretviech. Vorsicht, Ori, dieser Wald ist nicht... ist uns nicht wohlgesinnt. Er gehört jetzt ihr. Das soll schräg sein, ja? Und die frisst kleine Mokis auf. Die stillen Wälder. Ach, guck mal, hier sind sogar kleine Mokis. Und auch andere Wiesen. Hier diese Chamäleons oder was das sind. Und da hinten ist noch ein Moki. Sind aber alle eingefroren. Ist das so eine Medusa-Tante oder was? Okay, was hat dieser Blubber? Habe ich mir schon fast gedacht. Blubberblase bedeutet, man kann da nach oben duddeln. Aber wahrscheinlich im Moor selber drin ist das nicht so geil. Deswegen werde ich da... Ja, okay, das hätte ich wissen müssen. Aua, Blubbiblasi! Oh, hey, wieso war ich denn plötzlich da oben? Okay, ich habe noch von einer anderen... Fuck. Alles klar, was hier passiert? Keine Ahnung. Ich habe noch von einer anderen Speedrun-Taktik erfahren. Wenn man da kurz vorm Tod, beziehungsweise in dem... Ja, rip me. In dem Frame, wo man stirbt, den Sentinel einsetzt. Oh Gott, ich glaube, ich werde hier ein paar Mal sterben, wenn ich ehrlich bin. Wenn man den da einsetzt, dann ist man in so einer Floating-Animation und kann die quasi permanent benutzen, um immer höher zu kommen. Möchte ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht zeigen, aber ich habe es euch jetzt erwähnt. So, gehen wir hoch oder rechts? Rechts geht's, glaube ich, weiter, deswegen gehen wir erstmal nach oben und gucken, ob wir da überhaupt weiterkommen. Kann ja sein, dass das gar nicht geht. Sieht aber eigentlich ganz schnieke aus. Vielleicht ist hier noch irgendein Splitter oder so. Nee, eine Fähigkeit. Okay, nehme ich auch mit. Hi, wer bist du? Ki! Lichtträger, deinesgleichen ist nicht willkommen in meinem Garten. Nein, nein, als die Bäume dich am meisten brauchten, ja, da warst du weg. Sieh doch nur, mein Garten ist praktisch tot. Kalter Stein, Raubbarstein. Nur ein Baum hart noch aus. Ah, selbst sie ist nicht unversehrt. Verlasse diesen sterbenden Ort, ja, wie es deinesgleichen bereits getan hat. Es sei denn, du kannst meine letzte Tochter heilen. Trage ihre vergifteten Ast, Lichtträger. Finde einen Naturheiler. Mach wieder gut, was deinesgleichen falsch gemacht hat. Ein Ast. Okay, ein toter Ast. Den müssen wir wahrscheinlich wieder lebendig machen. Tatsächlich, also was er hier möchte. Indem, wenn er sich mit Pflanzen auskennt, das kann ja auch dieser Samentypi sein, nicht wahr? In der Lichtung. Okay, müssen wir nochmal gucken, was wir hier genau machen. Aber der Ast kann ja auch uns helfen, glaube ich zumindest, bei dem Bären, der da schläft. Der Bäre, der da schlief. Oh, hier ist eine Tür. Ah, leben hier die Moki, denen wir Bescheid sagen sollten, dass jetzt in der Lichtung was ist? Oh, da oben. Eine Ori-Puppe? Oh nein, diese Moki waren zu lange dem Verfall ausgesetzt. Sie wurden zu Stein verwandelt, wie auch der Rest dieses Walds. Ich finde es denn schade, dass Ori nur noch so eine Nebenrolle, nicht Ori, dass Sein nur noch so eine Nebenrolle hat. Dass sie quasi immer erzählt, was so abgeht. Versteinerte Ori-Puppe. Das ist sehr sad. Ja, aber das ist ja die Quest. Also diesen Moki hier sollten wir Bescheid sagen. Oh Mann, guck mal, wie die auch einfach sich aneinander kuscheln. Ist natürlich falsch in Corona-Zeiten. Deswegen sind die auch zu Stein geworden, aber trotzdem. Oh, das ist sad. Gut, aber wir haben ja auch noch rechts einen Weg. Oh, nur ein... Ist das nur so ein Speicherpunkt? Okay, von mir aus. Können wir uns hier auch hin teleporten. Das ist auch gar nicht so schlecht. Hier oben haben wir noch ein paar Gnuddels. Ich nenne die jetzt einfach Gnuddels. So, und das sieht mir da oben auch noch so aus, als wenn man da auch hinkriegen könnte, oder? Warte, das müssen wir ausprobieren. Whee! Nein, fällt man einfach durch. Alles klar. Aber Versuch macht klug. So, okay, ja. Nimm ich gerne mit. Ich mag den Sumpf hier ehrlich gesagt nicht so gerne. Der ist mir ein bisschen unheimlich.
wollen, weil diese Blubberbläschen immer nur für kurze Zeit da sind. Hier werde ich ein paar Mal sterben. Jetzt ist wieder die Frage, hoch, rechts, man weiß es nicht. Okay, ich brauche hier Schlüsselsteine. Kein Problem, kriegen wir doch hin. Ich hoffe, die sind hier, oh ja, da ist auf jeden Fall einer und der zweite wird dann irgendwo, oh Gott, weiter rechts sein. Ja, da ist er doch. Bitte komm, danke. Oh Gott, bitte komm, komm. Digga, oh, ich lebe doch. Warte, warte, warte. Ich will mal einmal kurz ausprobieren. Ja, nee, nee, doch nicht. Ah, muss den rechten nehmen und dann erst den linken. Das macht viel mehr Sinn. Zack. Einmal hier hoch, Schaden bekommen, Dinger da reintun. Und dann geht's doch auch schon weiter. Ich habe die Befürchtung, wir müssen gleich gegen Schriek tatsächlich kämpfen. Und da habe ich auch wieder ein bisschen Angst vor. Hier oben ist auf jeden Fall nix. Still lag der Wald wie Asche und Knochen. Stimmt, das haben wir hier ja sogar schon gesehen, in wo wir Kuh gesehen haben, wie sie umhergeirrt ist. Und ich glaube, wir hören auch gerade Kuh. Die weint und sucht uns und ist allein. Hoffentlich finden wir sie jetzt nicht und dann wird sie uns wieder weggenommen. Das wäre voll doof. Wo bist du? Da ist sie, das ist sie. Oh, ja, 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 ja. Hui! Kuh, oh, bin ich froh, dich wiederzusehen. Ach du Scheiße, ist das süß. Herzallerliebst. Na, oh. Achtung, Schriek lebt hier. Wie geht's dir, Kuh? Lass uns schnell flüchten. Schriek ist nämlich, glaube ich, ein bisschen böse. Ist immer noch nicht, was für ein Viech das sein soll. Irgend so ein mutierter... Keine Ahnung. Mutierter Vogel. Wir sind nicht da. Okay, das ist aber auch cool gemacht, dass sie es so richtig 3D-mäßig gemacht haben. Die ist von hinten gekommen und ist in den Vordergrund gelaufen. Ori, komm schnell mit. Aber du kannst doch nicht fliehen. Oh, yay. Yeah. Ich finde das so süß, wie die sich... Es war Zeit, heimzukehren. Wie die sich die ganze Zeit umarmen. Und wir können jetzt wieder auf Kuh rumreiten. Oh, das ist voll toll. Aber wir haben leider die Federn. Oh, doch. Er kann trotzdem gleiten, auch ohne Feder. Okay, das ist natürlich geil. Aber als Vogel sollte man das auch schon können. Und Kuh, was hast du so die letzten Stunden so gemacht, wo ich dich gesucht habe? Also ich... Windstoß können wir erzeugen. Cool. Ich habe ja einen Quellbrunnen geheilt. Und du so? Hast dich nur versteckt, ne? Egal, ich bin trotzdem froh, dass du wieder da bist. Au, okay, hätte ich vielleicht abschießen müssen. Gebe ich euch recht? Aber ich kann ich auch nochmal angreifen? Nee. Also Kuh kann angreifen mit diesem komischen Windstoß? Hallo, du bist auch lieb, ne? Ach, du bist immer noch Ki. Ach, du Strazellgeist, du störst die Stille. Unsinn, sie hört, sie sieht. Und du, ja, du bist leicht zu sehen. Wir halten uns an die Stille. Jene, die es nicht tun, ah, sie werden nie verschwinden. Ki ist merkwürdig, muss ich sagen. Oh, ja, Stille, oh. Nicht, dass ich die Schriek jetzt hier aufscheuche. Wir brauchen auf jeden Fall wieder ein paar... Hilfe, genau, von den Dingern hier. Schlüsselstücke irgendwie. Aber jetzt, oh, ich bin mir so sicher, dass wir die Feder nach diesem Gebiet bekommen. Mit der Feder kann man halt auch wieder richtig krassen Scheiß machen. Kann man den auch damit töten? Ja, tatsächlich. Ach mal, guck mal, hier doppelter Nutzen. Ich habe aber den Gegner dagegen geduddelt. Das ist natürlich nice. So, wie komme ich jetzt da oben durch? Ich habe nur, warte, oder hier? Nee. Ich habe nur zwei Schlüsselstücke. Ah, wir müssen ihn tatsächlich hier mitnehmen. Vielleicht war das sogar so geplant. Jetzt müssen wir ihn halt dagegen knuddeln und der macht das dann hier auf, genau. Aber, ja, okay, hätte ich sehen müssen. Sorry, Kuh, sorry, wir sterben mit dem nächsten Hit. Aber kriegen wir hin, nicht wahr, Kuh? Wir sind doch ein Dreamteam. Oh, Moment, nein, Kuh, jetzt sind wir doch wieder unten. Okay, und jetzt einfach die ganze Zeit nach rechts halten. Come on. Ah, nee, ah, hier kann man doch drauf stehen. Ach, sag das doch, Kuh. Okay, das ist nochmal... 3, aber wo soll Nummer 4 sein? Ah, man kann jetzt auch dieses Laub wegmachen. Oh, und genau, dieses Laub hatten wir ja auch bei den Bären und so. Leute, oh, das ist ja richtig gut. Und wieso ist jetzt Schriek plötzlich da? Hä? Ach so, weil wir jetzt den dritten gehabt haben. Bisschen verwirrt. Sie hütete die Stille.
Und wenn ich jetzt bestimmt hier gegen irgendwas gegendutzel, dann kommt sie sofort raus und möchte mich töten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Schrieg ist nämlich ein bisschen gemein. Oh lol, hier ist einfach... Das letzte Stück ist hier einfach versteckt. Okay, das ist ein bisschen assig, muss ich sagen. Aber damit haben wir alle vier und können hier weiter. Alles rein, ja. Oh, ich mag Kuh. Das wird aber garantiert nicht so bleiben, dass er die ganze Zeit nur so Reittier bleibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist wieder ein bisschen Laub. Oh, das lohnt sich. Ganz viele Gnoddels. Ich mag Gnoddels. Gnoddels sind mein Lebenselixier. Ja, noch mehr Gnoddels. Ich mag's. So, kann man die selber kaputt machen? Vielleicht mit dem Bogen? Okay, ah! Lol, das ist... Nein, nein, oh Gott! Das ist einfach ein Maul. Ich habe das zu spät gesehen. Okay, wir müssen das schon kaputt machen, aber halt nach oben. Und jetzt kommt... Okay, hat uns Schriek jetzt bemerkt, oder was? Ich habe ein bisschen Angst. Schriek, bist du da? Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas versteckt. Oh, hallo, Ki! Hier bist du wieder. Was hast du jetzt zu sagen? Die Stille, ja! Sie hat über dich geflüstert! Ah, wie mutig, so unbefangen durch ihre Wälder zu streifen. Hast du die Steine gesehen? Kalte Statuen vergangener Reisender. Sie stehen als Beweis, ja, für Tapferkeit. Für Tapferkeit. Reisende, alte Reisende. Aber es gefällt mir nicht, dass wir Schriek die ganze Zeit hören. Komm mal mit, mein kleiner Kompagnon. Ich glaube nämlich, wir brauchen dich, aber irgendwie auch nicht, weil eigentlich kann man ja einmal mit dem Bogen dagegen schießen. Doch, ach, für da oben. Okay, kriegen wir noch alles hin und dann einmal da rüber. Dankeschön. Und das bringt nochmal 100 Krobbels, Schnoddels, Kadoddels. So, Feuer an. Da oben geht's dann wahrscheinlich weiter. Ich gucke mich aber erstmal links um, weil ich natürlich ein Abenteurer bin. Und als richtiger Abenteurer gucke ich mir alles an, was man hier so hat. Und die Stille wurde gewahrt. Ich glaube, dann will ich erstmal doch nach oben. Weil ich ein richtiger Abenteurer bin, ja, ja. Ah, okay, hier gab es nur ein komischer Stein nochmal. Die Stille wurde gewahrt. Warte, ist das The Howl? Hat sie einfach The Howl eingefroren? Eingeknusselt? Das ist der Fachbegriff dafür. Versteinert. Aber der Fachbegriff für versteinert ist halt verknusselt. Oh oh, oh oh. Nein, 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 bitte komm. Bitte rette mich, danke. Oh Gott, ich hasse diesen Sumpf. Ich hasse ihn so sehr. So, das Ding müssen wir auf jeden Fall abballern. Alles ist besser, als zu sterben. Okay, cool. Da müssen wir hoch. Hier passiert gleich irgendeine Scheiße. Ich sehe das doch schon wieder. Ich hab's so im Gefühl. Haben wir schon dieses Ding hier? Nein. Oh, ich mag das nicht, wenn wir hier auf die Flügel raufgehen. Das wird schon voll ekelhaft gleich. Das gefällt mir nicht so gut. Oh mein Gott, alles bricht zusammen. Ja, wir wahren die Ruhe, ganz klar. Merkst du doch, Schriek, oder? Wir wahren die Ruhe. Das waren bestimmt die Eltern von Schriek. Oh nee, das ist nicht... Nein, 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 nicht darunter. Warum? Warum fällst du darunter? Fliege ich halt darüber. Darüber glus, gnus, kralalus. Und wir müssen wahrscheinlich hier oben hin. Aber ich habe so ein mulmiges Gefühl, dass hier gleich noch was passieren wird. Ori wäre nicht Ori, wenn... Oh, da ist die Feder! Und Schriek, die gerade einen Insekt auffrisst. Der Weg heim so nah und doch so fern. Ja, da war doch eben noch die Feder. Wo ist die denn jetzt hin? Die war doch da eben im Baum. Ich will die Feder haben. Geben Sie mir diese Feder. Schriek, du bist nicht böse, oder? Du bist doch auch... Wir sind... Ich meine, Kuh ist auch ein... Vogel. Wenn ich jetzt was mache, dann sieht er mich locker. Ja, sowas ähnliches kannte man auch aus dem ersten Teil. Da war das halt Kuro, der permanent hinter ihm her war. Da gab es auch immer solche Passagen. Hilfe. Ja, wo er einen halt verfolgt hat, wo man sich so ein bisschen verstecken musste. Ein bisschen Ninja-mäßig. Okay, wir können aber nichts anderes machen. Der wird jetzt gleich wissen, dass wir hier sind, wenn wir dagegen schießen. Nein, nein, ich bin das gar nicht gewesen. Was? Da war doch gar nichts. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Schriek. Alles cool. Also ich bin zumindest kein Moki. Vielleicht magst du mich ja... Ja, hi. Jetzt weißt du, dass ich da bin, ne? Das ist natürlich nicht so cool. Willst du mich jetzt jagen? Das kann ja was werden. Das sind immer so die Parts, wo man am häufigsten stirbt. Und es gibt einen Speicherpunkt. Nun, was das wohl zu bedeuten hat...
Gut, wir probieren es auf jeden Fall trotzdem. So, das kann jetzt verschiedene Sachen sein. Entweder müssen schnell genug sein, um vor... Hier ist auch wieder gemein. Rechts oder links? Ich gehe erst nach rechts. Entweder müssen schnell genug sein, damit sie uns nicht bekommt. Oder wir müssen uns halt so gut verstecken, dass sie uns nicht bekommt. Mann, wieso gibt es hier zwei Wege? Okay, ich gehe doch erst nach links. Okay, hier ist nur dieser Baum und hier war eben noch schräg, aber sonst können wir hier nichts machen, vor allem, weil wir gerade nicht Ori sind. Das heißt, wir können auch nicht unseren krassen Jump machen. Okay, also da ist gar nichts. Dann verstehe ich das nicht, warum wir da hingehen sollten. Da, die Fee da schon wieder. Nimm du sie, Ori. Ey, nein, schräg, wir können doch über alles reden. Oh, die Musik, ne? Ein Träumchen. Oh, einfach nur appetitlich. Fantastico. Ich habe immer noch so ganz raus... Nein, Kuh! Kuh, ich will nicht schon wieder Kuh verlieren. Du kannst mich doch nicht schon wieder von Kuh trennen. Oh. Mann, Kuh. Kuh will auch nicht getrennt werden, aber das war sehr mutig gerade von Kuh. Ey, ihr seid beide Vögel. Kuh. Wie cool Kuh einfach drauf ist. So richtig mutig. Lass Ori in Ruhe, du Riesenviech. Ach Mann. Ja, jetzt sind wir wieder alleine. Toll. Kuh? Nein, Kuh! Ich hab dich auch gerade erst wieder gefunden. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Oh nein. Kuh ist schon wieder weg. Wie soll ich ohne meine Freundin leben? Und wo bin ich hier? Was soll das alles? Oh, das sieht aus wie eine neue Fähigkeit. Oh, sie sagt sogar Kuh. Kuh. Ist das keine Fähigkeit? Okay, einfach nur ein Baum. Ja, jetzt ist die Frage, ist Schräg hinter uns her oder hinter Kuh oder hinter uns beiden? No one knows so genau. Aber ich habe die Befürchtung, wir müssen gleich trotzdem nochmal vor Schräg auf jeden Fall krass flüchten. Hier kommt gleich garantiert ein Jumpscare, wenn die Musik hier so leise wird. Stellt euch schon mal drauf ein, Leute. Oh, da ist sie ja. Hätte ich runtergeschmissen. Aber du lebst schon noch, oder? Oh? Bitte verlass mich nicht. Bitte. Kuh, das wäre doof. Du warst eben sehr mutig. Als ob Kuh jetzt tot ist. Nein, Mann. Hey, wir haben sie gerade erst wiedergefunden und dann lässt ihr sie sterben, oder was? No way. Was sind das denn für komische Mokis? Die sehen auf jeden Fall anders aus. Okay, dann gibt es ja aber bestimmt irgendwelche Leute, die die wiederbeleben können, oder? Genauso wie diesen verdorrten Ast. Die nehmen mir nicht meine Kuh weg. Das wäre ja richtig doof. Sieht aber gerade so aus. Aber nein, wir haben ja diesen verdorrten Ast, Leute, und der sollte ja auch irgendwie zum Leben erweckt werden. Und wenn das mit einem blöden Ast geht, dann geht das auch mit Kuh. Aber ich finde schön, wie diese Schriek-Mokis hier mit Anteil nehmen. Sag ich doch, da passiert auch irgendwas. Das kennt man ja auch schon aus dem ersten Teil. Da am Ende war das ja auch so, dass der Wald wiederbelebt worden ist von Sein oder von dem Licht des Waldes nun mal. Okay, mit Kuh hat das bisher noch nicht funktioniert, aber da waren dann auch überall diese Blüten hier. Und diese Mokis hier.
reden tatsächlich auch nicht mit uns. Könnt ihr mir helfen, bitte? Meine Freundin ist gestorben. Quallok, kannst du mir helfen? Oh, Quallok ist aber auch traurig. Das mit deiner Freundin rührt mich. Die Stimme des Waldes hat alles getan, was sie konnte, aber ihr Licht war zu schwach. Als ob. Zu viele fielen in diesen finsteren Zeit zum Opfer. Vor allem die Kleinsten unter uns. Nein, Mann. Die nehmen mir doch nicht Kuh weg. Jetzt mal ohne Spaß. Die geben mir doch nicht Kuh wieder, um sie dann wieder zu töten. Mit dem Ende der Weide zerbarst das Licht in Splitter. Die Geister gingen zugrunde und unser Land fiel dem Verfall zum Opfer. Die Lichtfragmente wurden verstreut, geschwächt, sind kaum noch Irrlichter. Wenn nichts geschieht, wird ihr Licht für immer verblassen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Doch mit der Hilfe der Moki konnte ich die Orte ausmachen, wo sie gelandet sind. Die Erinnerung des Waldes, gefangen in der klirrenden Kälte im Norden. Die Augen, verloren in der Dunkelheit im Süden. Die Kraft, versunken im Wasser im Westen. Das Herz, vergraben unter den Dünen im Osten. Und die Stimme an deiner Seite. Alleine sind sie schwach, aber zusammen. Wenn es etwas gibt, das den angerichteten Schaden reparieren kann, dann ist es der Wille der Geister. Ich kann mich nicht länger in meiner Höhle verstecken. Ich werde mich der Suche anschließen. Lebe wohl. Die Moki und ich werden dich mit all unserer Kraft unterstützen. Die Texte sind aber viel zu schnell weg. Wenn ich so langsam lese. Nimm dies, Ori, damit kommst du weiter. Die Feder, wo hast du die denn her? Wir bleiben hier und geben auf deine Freundin Acht. Viel Glück. Yay, Kuros Feder immerhin. Okay, war das jetzt alles nur Tutorial hier bis hierhin? Kommt mir ein bisschen so vor. Weil jetzt wird die Karte erst irgendwie aufgedeckt. Schön. Ja, dann kommt Schriek wohl erst später. Schriek ist auf jeden Fall jetzt auch unsere Feindin. Wenn die unsere Kuh tötet, dann töten wir auch Schriek. Wir Moki sind traurig, dass Schriek der kleinen Eule wehgetan hat. Wir sind auch traurig, dass Quallok fort ist. Wir sind nicht traurig, dass du helfen willst, aber wir sind besorgt. Das sind wir alle. Und I'm sorry. Okay, die Folge hat jetzt irgendwie einen krassen Twist bekommen. Würde ich aber sagen, was das dann mit dieser Folge, auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen traurig ist. Aber mit den nächsten Folgen wird es bestimmt wieder netter werden, Leute. Leute, hier kann man sogar runter. Gut, wir werden uns dann sowohl hier unten als auch in dem Eisgebiet, das vielleicht als nächstes kommt, dann tatsächlich umgucken. Wir müssen auf jeden Fall die Feder. Stimmt, jetzt können wir auch in das Eisgebiet damit. Weil da ist ja jetzt auch so ein Wind, mit dem wir da hochgehen könnten. Ansonsten bleiben auf jeden Fall ein paar Wege offen. Gut, dann würde ich aber sagen, hattet ihr hoffentlich trotzdem ein bisschen Spaß. Zumindest Gefühle in dieser Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.